In diesem Video geht es um den genetischen Fingerabdruck. Wahrscheinlich denken dabei viele automatisch an den herkömmlichen Fingerabdruck, wobei ein genetischer Fingerabdruck nicht mit Hilfe von Fingerabdrücken erstellt wird, sondern mit Hilfe molekulargenetischer Methoden, allen voran die RFLP-Methode und die STR-Methode, die wir uns gleich noch genauer anschauen. Eins hat der genetische Fingerabdruck allerdings mit dem klassischen Fingerabdruck gemeinsam: Er ist hochspezifisch. Jedes Individuum kann mit Hilfe des genetischen Fingerabdrucks identifiziert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei nicht miteinander verwandte Menschen das gleiche Erbgut teilen, liegt bei 1 zu einer Milliarde. Und selbst eineiige Zwillinge, deren Fingerabdruck nicht identisch ist, lassen sich anhand ihres Erbguts unterscheiden. Denn dieses weicht punktuell durch Mutationen, also Veränderungen der DNA-Basen, voneinander ab. Außerdem ist das Erbgut an manchen Stellen unterschiedlich dicht verpackt. Weil sich die DNA von Mensch zu Mensch unterscheidet, also hochspezifisch ist, sind bei beiden Methoden natürlich DNA-Sequenzen bzw. Abschnitte, sogenannte polymorphe Sequenzen, von Interesse, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei den verschiedenen Individuen unterscheiden. Zum Beispiel, weil in diesen Sequenzen im Laufe der Evolution des Organismus zahlreiche Mutationen an einzelnen Basen stattgefunden haben. Häufig handelt es sich bei den Sequenzen um repetitive, also sich wiederholende Sequenzen. Beispielsweise wiederholt sich auf einem Chromosom an einem bestimmten Locus, also Genort, die Basensequenz AGG mehrere Male. Mutationen führen dazu, dass die Anzahl der Wiederholungen zwischen den Individuen sehr verschieden sein kann. Je nachdem, wie lang solche repetitiven Sequenzen sind, spricht man entweder von STRs, Short Tandem Repeats, oder von VNTRs, wobei letztere bis zu 150 Basenpaare lang sein kann. Bei den polymorphen Sequenzen muss es sich allerdings nicht um repetitive Sequenzen handeln, wie bei den VNTRs und STRs. Es gibt auch sogenannte Einzelnukleotid-Polymorphismen, abgekürzt SNPs. Dabei handelt es sich um vereinzelte Punktmutationen, die vererbt werden und somit sehr nützlich sind, um Organismen voneinander zu unterscheiden. Polymorphismen treten vor allem in den nicht kodierenden Intron-Bereichen auf. Kein Wunder, denn diese Bereiche kodieren für keine Proteine. Jetzt, wo wir wissen, dass es bei Menschen polymorphe DNA-Sequenzen gibt, die sehr individuell sind und wichtige Orientierungspunkte im Erbgut für die Ermittlung eines genetischen Fingerabdrucks darstellen, man nennt diese auch genetische Marker, können wir uns im nächsten Schritt die zwei Methoden zur Ermittlung des genetischen Fingerabdrucks näher anschauen, nämlich die RFLP-Methode und die STR-Methode. Die Abkürzung RFLP steht für Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus. Ein Name, der so lang ist, dass zumindest auf dem Handy bei der Suche beim Wikipedia-Artikel ohne Titel steht. Und dabei lässt sich anhand des Titels bereits einiges über die Methode ableiten. Man macht sich die eben angesprochenen polymorphen DNA-Sequenzen zunutze. Genauer gesagt sind hier die SNPs, also die Mutationen an einzelnen Basen, von besonderer Bedeutung. Wenn man durch die Analyse der Abschnitte Unterschiede zwischen Organismen feststellen möchte, muss man diese zuerst isolieren. Schließlich befinden sie sich mitten im Erbgut an ganz bestimmten Loci, also Orten. Bei der Isolation helfen sogenannte Restriktionsenzyme. Das sind Enzyme, die DNA-Moleküle an spezifischen Erkennungssequenzen schneiden. Veranschaulichen wir das exemplarisch an einem Beispiel. Das Restriktionsenzym EcoR1 schneidet DNA an folgender spezifischen Erkennungssequenz. Es handelt sich dabei um eine sogenannte palindromische Sequenz. Die Abfolge der Basenpaare liest sich also von 5' nach 3' Richtung immer gleich. Das ist so ähnlich wie der Name Otto, der sich von vorne und auch von hinten gleich liest. Und deswegen kann das Restriktionsenzym eben an beiden Einzelsträngen schneiden. Das Restriktionsenzym schneidet diesen Abschnitt an der spezifischen Erkennungssequenz und erzeugt zwei DNA-Fragmente. Aber was passiert, wenn diese Sequenz eine Punktmutation, also eine SNP, aufweist, eine Base zum Beispiel durch eine andere Base ersetzt ist, in diesem Fall Adenin durch Guanin? Ganz einfach. Die Sequenz wird von dem Restriktionsenzym nicht erkannt, folglich auch nicht in zwei DNA-Fragmente aufgespalten, und es entsteht ein größeres DNA-Fragment. Und diese Unterschiede in DNA-Sequenzen aufgrund von Mutationen in spezifischen Erkennungssequenzen bezeichnet man als Restriktionsfragment-Längenpolymorphismus. Diese unterschiedlich großen DNA-Fragmente lassen sich anschließend als Banden auf einem Elektrophoresegel einfach sichtbar machen. Auf die Gel-Elektrophorese möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. Wichtig ist, dass sich die DNA-Fragmente zum positiven Pol bewegen und kürzere Fragmente schneller und dadurch weiter wandern als die längeren Fragmente. Heutzutage werden die Sequenzen mit den Mutationen, also die RFLP-Marker, mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion vervielfältigt und analysiert. Früher bestand die einzige Möglichkeit, die RFLP zu analysieren,
indem man die gesamte genomische DNA mit Restriktionsenzymen schnitt, sodass die Proben tausende von DNA-Fragmenten verschiedener Größen enthielten. Um nun aber nur ein solches Fragment sichtbar zu machen, das das RFLP-Fragment und damit die Mutation enthält, waren noch folgende Schritte notwendig. Das Gel mit den DNA-Banden wird in eine basische Lösung gelegt, um die DNA zu denaturieren, also den Doppelstrang aufzuspalten. Im nächsten Schritt wird die DNA vom Gel auf eine Nylonmembran übertragen. Das nennt sich auch Blotting. Der Nylonfilter nimmt die DNA aus dem Gel also auf. Anschließend wird der Filter in eine Lösung gelegt und DNA-Sonden werden hinzugegeben. Dabei handelt es sich um kurze, einzelsträngige DNA-Moleküle, die zur Sequenz des gesuchten RFLP-Fragments komplementär sind. Die Sonde hybridisiert, geht also Basenpaarung mit der DNA-Bande ein, die das RFLP-Fragment enthält. Weil die Sonde markiert ist, zum Beispiel mit einem fluoreszierenden Farbstoff oder mit einem radioaktiven Isotop, wird das DNA-Fragment, das den RFLP enthält, unter den tausenden anderen Fragmenten auf dem Blot sichtbar. Dieses Verfahren des DNA-Genblottings wird nach seinem Erfinder auch Southern Blotting genannt. Die am häufigsten angewandte Methode des genetischen Fingerabdrucks ist jedoch die STR-Analyse. Es handelt sich also um kurze, repetitive, sich wiederholende DNA-Sequenzen von einem bis fünf Basenpaaren, die auf dem Chromosom hintereinander liegen, normalerweise auch hier in den nicht kodierenden Intron-Regionen. Diese Wiederholungsmuster, wie eben schon angedeutet, werden vererbt und können, ganz wichtig, sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, schauen wir uns einen bestimmten Locus auf dem Chromosom 15 an, denn dort befindet sich eine repetitive Sequenz der Basen Adenin, Guanin, Guanin. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person von der Mutter ein Allel mit 5 Kopien der Wiederholungssequenz und vom Vater ein Allel mit 2 Kopien geerbt hat. DNA-Abschnitte, die diese Wiederholungssequenzen enthalten, können mithilfe der PCR-Methode amplifiziert, also vervielfältigt werden und ebenfalls durch eine Gel-Elektrophorese getrennt werden. Jetzt kann man zu Recht einwenden, dass es durchaus sein kann, dass Individuen die gleiche Anzahl an Wiederholungen besitzen und folglich nicht voneinander zu unterscheiden sind. Deshalb beruht die STR-Analyse auf der Analyse mehrerer STR-Loci, wo sich das spezifische Muster eines Individuums erkennen lässt. Das FBI verwendet in seiner Datenbank zur Identifizierung Verdächtiger beispielsweise 13 STR-Loci. Statistisch gesehen benötigt man nur 9 verschiedene STR-Loci, um zu 99,999% einen Menschen sicher zu identifizieren. Damit sind wir bereits bei den Anwendungsbereichen des genetischen Fingerabdrucks. Man kann sich leicht vorstellen, wie praktisch der genetische Fingerabdruck zur Identifizierung von Personen in der Kriminalistik zur Überführung eines Tatverdächtigen ist. Auch in der Forensik, also bei der systematischen Untersuchung von Verbrechen, findet die Methode Anwendung, um Schuld oder Unschuld von verdächtigen Personen festzustellen. Es müssen jedoch nicht nur klassische Anwendungsbeispiele sein, der Vaterschaftstest wäre auch noch so ein Beispiel. Auch bei der Untersuchung historischer Ereignisse kann der genetische Fingerabdruck zur Anwendung kommen. Zum Beispiel zweifelte niemand nach dem Tod des Zaren Nikolaus II. Sowie seiner Frau und ihren 5 Kindern an, dass dieser nach seinem Tod verbrannt und eingeäschert wurde, wie es aus einem Bericht hervorgeht. Erst durch genetische Fingerabdrücke von Knochenfragmenten in einem flachen Grab in der Nähe seines Ortes konnte gezeigt werden, dass es sich bei den Knochen um ihn und seine Familie handelte. Und man somit feststellte, was wirklich mit seinem Leichnam nach seinem Tod passiert ist.